In dieser Nacht, gerade an der Stadtgrenze zu Bethlehem, hüteten einige Hirten ihre Schafe. Wie kannst du dein Schaf die ganze Nacht herumwandern lassen? Es sollte schlafen. Mein Schaf? Das ist doch deins. Du solltest es zum Schlafen bringen. Ich werde nicht dort hinübergehen. Achte du darauf. Nein, du. Nein, du. Schau, das ist doch keine große Sache. Du musst einfach nur nett zu ihm sein. Das ist alles. Was soll das heißen? Sag ihm einfach, es soll schlafen gehen. Hey, Schaf! Geh schlafen! Komm hier rüber, mein Junge. Zeit zum Schlafen. Komm her, hierher. Oh. Ich grüße euch. Habt keine Angst, ihr Hirten. Ich bringe euch eine wunderbare Botschaft. Heute Nacht ist eine wundersame Sache geschehen. Hier in Bethlehem wurde der Sohn Gottes geboren. Er ist Christus, der Herr. Der König Gottes ist gekommen. Sein Name ist Jesus. Und er schläft glücklich in einer Krippe. In einer Krippe? Geht und seht ihn an. Geht hin. Es ist die glücklichste Zeit der Welt. Ein König in einer Krippe? Hier in Bethlehem? Ich dachte immer, er wäre im Palast. Lass uns in die Stadt gehen und sehen, wovon der Engel gesprochen hat. Das habe ich doch gerade gesagt. Dann lass uns gehen. Da entlang. Hey, wo willst du denn hin? Geh zurück zu den anderen Schafen. Sagte ich nicht, geh zurück? Oh, alles klar. Aber benimm dich anständig. Schafe. Der Engel hatte recht. Schau. Er ist wirklich hier. Hallo zusammen. Was führt euch hierher? Wir kommen, das von Gott gesandte Kind zu sehen. Ein Engel ist gekommen und hat uns von ihm berichtet. Und dann kamen noch mehr Engel und sangen von Gottes Herrlichkeit und dem Frieden auf Erden. Der Engel sagte, es liege warm eingewickelt in einer Krippe. Genau wie dieses hier. Es ist wahr. Was der Engel sagte, ist wahr. Der Sohn Gottes, der König in der Krippe. Marias Herz füllte sich mit Erstaunen, als die Hirten ihre Geschichte erzählten. Sie wusste, dass ihr neugeborenes Kind der Sohn Gottes war. In der Zwischenzeit, in fernen Ländern des Ostens, dem Morgenland, entdeckten weise Männer, die die Sterne studierten, etwas Neues am Himmel. Was ist denn hier los? Oh, ich bitte um Verzeihung. Aber nicht doch, es war eindeutig meine Schuld. Nein, es war meine Schuld, wirklich. Ich habe nicht auf den Weg geachtet. Ich habe einen Stern entdeckt. Genau wie ich. Was für ein Zufall, das habe ich auch. Ich studiere die Sterne. Genau wie ich. Und wie ich. Ich komme aus dem fernen Osten. Ich komme aus dem Nahen Osten. Ich komme aus dem Mittleren Osten. Wart ihr je im hintersten Osten? Juhu, weise Männer. Hier unten. Ihr Brüder wisst nicht rein zufällig, wo dieser enorm große Stern herkommt? Das haben wir uns gerade auch gefragt. Wir haben diesen Stern noch nie zuvor gesehen. Es ist ein völlig neuer Stern. Es sei denn? Der Stern ist ein Zeichen Gottes. Natürlich! Ein Zeichen von Gott. Das muss es sein. Der Stern ist ein Zeichen Gottes? Ja, ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Wovon sprecht ihr überhaupt?